Hallöchen, Popöchen, herzlich willkommen zurück zu Minecraft in der Alpha 1.2.2. Das ist eigentlich gar kein Fantasy-Game, trotzdem steht es da und wir gehen mal in unser kleines, gemütliches Wäldchen hinein. Ohne Texturenpaket sehe ich gerade. Das können wir mal ganz schnell ändern. Machen wir kurz hier unser Pantity-Pack rein. Und dann gehen wir wieder hier rein. So, sieht schon mal eine ganze Ladung besser aus. Ach ja, ich liebe es. Man kommt hier raus an unserem schönen Strand und man hat einfach einen wunderschönen Ausblick. Hier vorne wartet unser Bötchen und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt hier direkt an weiterzubauen. Ich habe es heute ein bisschen mit dem Hals. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu übel. Das Haus haben wir letztes Mal ja fertiggestellt. Endlich hat er nur 180 Millionen Folgen gekostet. Eigentlich nur 30, aber trotzdem für ein Haus ist 30 Folgen dann doch ein bisschen sehr viel, aber wir haben ja auch noch andere Sachen gemacht. Wir haben in der Zeit ja auch die Kloake gebaut, wir waren farmen, wir haben ganz viel Eisen gefunden, wir haben Diamanten gefunden, wir haben die Hölle besucht und. Die Liste ist auf jeden Fall lang. Wir machen hier die Fackel hin, weil ich würde gerne das hier machen. Ganz simpel. Sehr schön. So. Wir haben noch genau eine Treppenstufe. Dann könnten wir ja auch hier so einen kleinen Sessel hin machen. So, jetzt haben wir noch so einen kleinen Sessel hier. Süß, oder? So, hier ist das schön im Eingangsbereich, finde ich es dann doch sehr gemütlich. So. Was ich mich frage ist, gibt es farbige Wolle? Das ist die Frage aller Fragen. Es gibt zumindest keinen Farbstoff anscheinend. Schade. Ich finde es dann doch sehr schade, dass es nur weiße Wolle gibt. Das ist dann ein bisschen blöd, das ist so ein bisschen eintönig, aber ist ja nicht so schlimm. Vielleicht kommt das ja noch mit den kommenden Updates. Ich bitte dafür. Und dann können wir da auf jeden Fall was draus machen. Dann würde ich sagen, wir haben hier noch ein bisschen Holz übrig. Wir machen uns vielleicht noch mal eine neue Axt hier auf ganz entspannt. Wir brauchen noch ein Stöckchen. Okay, haben wir keine mehr anstecken, dann machen wir hier welche. So. Machen wir uns aber eine kleine Axt. Und bauen uns einen Steak. Wir bauen uns einen Steak. So, und die Frage der Fragen ist ja natürlich dann, wo? Die Insel ist ja ein bisschen besonders geformt und da haben wir jetzt nicht so viel Spielraum zu sagen, ja, ich kann das jetzt hinklatschen, wo ich will. Das ist jetzt nicht so leicht möglich, aber wir würden auf jeden Fall ganz bestimmt einen sehr schönen Ort finden. Bin ich mir sehr sicher. Hier unten vielleicht könnten wir sowas machen. Oder wir können das jetzt auch hier vorne, könnten wir das machen auch vielleicht. Oder halt hier direkt neben dem Haus vorne. Ich bin ja beinahe schon versucht, das hier zu machen. Und zwar in etwa wie folgt. Wir brauchen einmal kurz eine Werkbank, weil sonst müssen wir dauernd nach hinten rennen, um zu craften. Das habe ich ja eigentlich eher nicht so Lust drauf. Wir machen ganz kurz ein paar Stüfchen hier. Und dann sagen wir einfach mal, wir machen jetzt einfach das hier. So, und dann nehmen wir hier ein bisschen Holz. Und dann gehen wir einfach mal so ein bisschen hier nach vorne. So, und das ist quasi dann der Beginn unserer kleinen Anlegestelle mit unserem kleinen Dock hier. Das Ganze immer noch so ein bisschen ausweiten natürlich, dass man dann auch einfach mal hier rüber geht jetzt. So, ungefähr in etwa habe ich mir das Ganze vorgestellt. Finde ich dann doch schon sehr schön. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann gehen wir nochmal in die Richtung hier mit 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Müssen wir noch ein paar Hölzer hier machen. Ein paar Räucherstäbchen. So. Das sollte ja eigentlich reichen. Zack. Zack. Oh, es fängt schon wieder an. Zack. Oh, es wird schon dunkel. Das ging aber sehr schnell.
Und damit das Ganze jetzt nicht einfach so hier so schwebend und nackt aussieht, dann kann man sagen, wir machen jetzt hier noch so ein paar Stelzen hin, so ein bisschen. Natürlich hier vorne auch, weiß ich, ist ja klar. So. Ziehen wir hier drüben noch auf jeden Fall einen hoch. Ziehen wir schnell mal so entspannt einen durch. So, und dann machen wir hier drüben das natürlich auch nochmal so ein bisschen für die Symmetrie. Ich bin ja ein großer Freund von Symmetrie, wenn... Ich bin so einer bei Getränkekästen, wenn die Getränke leer sind, ich tue die Flaschen genau so rein, dass sie ein genaues, symmetrisches, perfektes Muster ergeben. Man könnte meinen, ich habe vielleicht eine Störung oder ich weiß es nicht. Ich bin halt einfach besonders, würde ich mal sagen. Würde ich mal so behaupten. So. Dann machen wir hier noch. Ich würde sogar beinahe noch ein bisschen länger hier machen. So. Und zwei Blöcke auf jeden Fall. Oh, perfekt. Na, oh, verdammt nochmal, das wollte ich jetzt eigentlich überhaupt nicht. Und dann machen wir auf jeden Fall... Woran stirbt das Huhn denn jetzt? Woran ist das Huhn denn jetzt gestorben? Oh Gott. Ich will doch gar nicht schwimmen. So, und dann machen wir das hier. Und dann machen wir das gleich ganz drüben auf der anderen Seite nochmal genauso parallel. So, sehr schön. Auch hier klatscht man ein paar Fackeln drauf. So, und dann gehen wir einmal hier kurz nochmal baden. Sehr schön. Und dann bringen wir hier drauf und zack, haben wir eine Säule. Und dann haben wir hier gleich die letzte Säule. Huch, so. Zack, zack. So, Fäckelchen drauf. Und dann haben wir schon mal so einen kleinen Dock, so einen kleinen Pier hier, wo dann Schiffchen anlegen können. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Stufen. Und ich zeige euch auch gleich warum. Wenn ich jetzt hier im Wasser bin, komme ich jetzt zum Beispiel jetzt hier ja nicht hoch. Wenn ich jetzt aber jetzt hier so eine Stufe habe, komme ich hoch. Ich hätte jetzt geheult, wenn das nicht geklappt hätte. Das wäre so ein bisschen, ja, peinlich gewesen. So, dann machen wir hier nochmal so eine Stufe hin. Hier drüben machen wir dasselbe. Zack, zack. Und hier drüben. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Und dann bin ich ja beinahe schon versucht zu sagen, wir gehen doch ein Stück in die Richtung. So ein bisschen, nur so ein kleines bisschen. Oder wir lassen das sein und machen einfach auch hier Stufen hin. So, dass man auch einfach so baden gehen kann, wenn man halt möchte, ja? Das finde ich dann auch wieder ganz schön. Und schon haben wir so einen kleinen Pier. Ist doch ganz süß eigentlich. Gefällt mir. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Und das haben wir alles innerhalb einer Folge gemacht. Ich glaube, so produktiv haben wir noch nie. So produktiv haben wir echt noch nie wahrscheinlich. Wir könnten... Aber nur vielleicht, wir könnten in der Mitte das Ganze so ein bisschen überdachen. Nur wirklich nur diese Fläche in der Mitte, also mit diesem 4x4. Wie könnte ich das machen? Ich glaube, ich habe Zäune noch zu Hause. Egal, ich mache trotzdem welche neu hier. Weil wir brauchen ja früher oder später eh wieder welche. Zack, sehr schön. Kommen die Mama auch noch. So, 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 so. Zack, 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 zack. So, so, zack, 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 zack. So, so, so. Zack, zack, zack. So. Und so, 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 so. Und dann haben wir ja hier 22 Stück. Vielleicht reicht das ja sogar. Und dann machen wir kurz die Fäckelchen hier wieder ganz kurz weg. Das Schäfchen kommt nicht hoch, weil es zu blöd ist und weil es eigentlich hier drüben rein könnte. Aber das sauft dann doch lieber ab. Dann schäle ich es lieber nochmal vorher. Kurz auf entspannten Schaf geschält, wollte ich eigentlich sagen. Perfekt. Und
Genau, ich habe von denen genug dabei, weil genau die wollte ich jetzt benutzen. Das passt dann doch sehr gut. Okay. So machen wir das, weil ich kann ja ansonsten keine Zäune auf Zäune platzieren. Das ist jetzt nicht gewollt gewesen, ich wollte das hier machen. Na, das Holz, das gute kostbare Holz, das gute Mahagoni. So, dann machen wir hier das Ganze noch weg und dann kloppt man da überall Zäune dran. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann können wir die halben Blöcke nehmen, die habe ich ja schon hier vorbereitet. Oh Gott, oh Gott. Wo ist mein Bogen? Ha. Oh Gott. Ha. Ich hab's besiegt. Das Skelett. Ich habe es besiegt. So, dann machen wir hier drüben nochmal einmal rundrum und dann auch hier. Oh Gott. Na, oh, genau, das soll ich eigentlich vermeiden jetzt hier. Jetzt ist es eh zu spät, jetzt ist es auch egal. So, aber ja klar, das ist. Ach komm, Alter. Also, es kann doch nicht wahr sein. Jetzt klappt's nicht. Also, jetzt will mich das Spiel echt ärgern. So. Wirklich. Jetzt kommt bestimmt gleich so ein Skelett von hinten und ballert mich hier rein ins Wasser. Dann heul ich. So. Und dann. Oh, oder mache ich das anders? Soll ich das höher machen? Nein, 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 nein. Ich bleib dabei. Ich muss aber trotzdem einmal hier hoch. Und dann können wir das hier machen. So. Na, ich hasse das. Es ist so nervig, wenn man runterfällt in dem Spiel. Es ist so verdammt nervig einfach. Zack, zack. Vor allem, weil das einfach so schnell und so leicht passiert. Das macht es ja noch nerviger. Ja, das machen wir zu. So. Und dann können wir das hier wieder wegkloppen. Und dann haben wir ein kleines Hütchen, das hier so wenigstens überdacht ist, aber noch so ein bisschen hier freie Elemente hat auf jeden Fall. So, dann haben wir unser kleinen Pier hier. Und da können wir dann auch in Zukunft unsere Bötchen hier anlegen, auf jeden Fall. Du Kollege hast hier Hausverbot, auch wenn das kein Haus ist. Aber mit dem Hütchen zählt das als Haus, also bleib hier weg. Dankeschön. Wir brauchen aber trotzdem noch Beleuchtung hier. Also müssen wir einmal kurz. Es ist zwar extreme Fackelverschwendung, aber lieber zu viel als zu wenig. Dann können wir das eigentlich schon wieder mitnehmen. So. Zack. Ja, da kommen wieder die ganzen Monster auf mich zu. Oh Gott, wir sind ja relativ tief mit unserem Leben hier. Ach komm, ich hab's euch nicht getroffen. Ach doch. War das unser zweiter Tod? Wie oft bin ich gestorben im Spiel? War das der zweite oder der dritte Tod? Schnell alles einsammeln, bevor alles hier weg ist am Ende. Hör auf mich zu nerven, du kleiner mieser Penner. Nicht du, du bist lieb. So, liegt hier noch irgendwas rum von mir? Ich will ja nichts verlieren. Weil alles, was wir haben, ist mühselig erfarmt. Und das mit ganz viel Herz, Liebe, Zeit und Blut und natürlich auch Schweiß. Und das gebe ich nur ungern wieder ab.